Hermann Fleischer, Ratsfraktion Die Linke. Von den Grundzügen muss ich sagen, wird unsere Fraktion diesem Vorschlag wahrscheinlich auch zustimmen. Wir werden in der Fraktion noch im Detail darüber sprechen. Hängt natürlich auch von dem Votum des Ortsrates. Wir sind aber der Auffassung, dass es hier eine Lösung geben muss. Das heißt, wir sind auch der Auffassung, dass die 13 Millionen wahrscheinlich zu gering sind. Das wird aber die detaillierte Bewertung dann nochmal geben. Wir sind da eher dafür, dass es da in die Richtung 15, 16 Millionen wahrscheinlich geben muss. Aber diesen Betrag würden wir auch bereitstellen. Auch mal kann man diesen Betrag nicht bereitstellen, sondern das wird in den Stufenplan gehen. Aber das ist ja auch in der Zeitschiene entsprechend dargelegt worden. Es wird Menschen geben, die sofort gehen wollen. Man muss das natürlich, wenn man längere Zeit hier gewohnt hat, auch erstmal alles sacken lassen, für und wieder entsprechend abwägen. Von daher wird es nicht diejenigen geben, die jetzt alle auf einmal weggehen wollen oder aber die meinetwegen in 10 Jahren erst alle weggehen wollen, sondern es wird da eine flexible Regelung wahrscheinlich geben. Das ist aber die Detailplanung. In einem Punkt werden wir dem Vorschlag wahrscheinlich nicht zustimmen. Das heißt, die Finanzierung aus der Wohnbau. Wir sind der Auffassung, dass wir das trennen wollen. Die Wohnbau sollte weiterhin die Investitionen möglich oder die Investitionsmittel zur Verfügung haben für Sanierungsmaßnahmen. Die Wohnbau steht für hervorragend da, saniert sehr gut. Wir wollen das Geld nicht von vornherein herausziehen. Wir wollen weiterhin eine Mehrheit der Kommune bei der Wohnbau entsprechend haben, das heißt mehr als 50%. In diese Richtung wird ein Änderungsantrag von uns gehen. Das heißt natürlich, dass dann die Mittel aus dem Haushalt der Stadt Salzgitter entsprechend höher sein müssten. Das heißt, diese Mittel müssten natürlich aus dem Haushalt kompensiert werden. Von der Finanzierung geht das alles. Wir haben einen Schulsanierungsplan, der ist mal 2007 auf den Weg gebracht worden. 80 Millionen sind das, glaube ich. Dann ist das nochmal gestreckt worden, um 2, 3 Jahre nochmal finanziell aufgestockt worden, intern nochmal umgeswitcht worden, weil eine andere Schule dann wichtiger war zu sanieren. Das war ein Volumen von 80 Millionen zu Anfang, hinterher waren, oder ist das ein Volumen von knapp 100 Millionen. Man kann sowas auf den Weg bringen. Man muss natürlich die anderen Geschichten auch sehen, die Salzgitter in der Vorlage hat, das heißt, die bearbeitet werden müssen. Man muss dann natürlich das ein oder andere Straßenbauprojekt ein bisschen nach hinten schieben oder die andere Investition, die sonst noch ansteht. Aber vom Prinzip sind wir der Auffassung, dass man die Wartestädter hier nicht alleine lassen kann, sondern hier einen Plan über, weiß ich was, 10, 15 Jahre auf den Weg bringen muss. Vielen Dank.